So. All right. These guys have to be down here somewhere. This makes it... How many times now we've dug Carter out of a hole? 4, if you count the buried spaceship in Peru. What is it with this guy? I'm confused. McCartney was dead all along? Oh yeah, you got it, Father. Mental replaced him with a highly modified Aludrin Reptiloid just before Sergeant Pepper. And Elvis? Alive and kicking. I see. And what has that got to do with our Lord and Savior, Jesus of Nazareth? Now, if you analyze the Book of Revelations using the Rohan's Codex cipher with a reference to the Voynich manuscript, you get the lyrics to Hound Dog, and of course they call him the King. Coincidence? I think not. I don't even know what to say. Sweet! Carter found someone to play with. Yeah, sorry you got stuck down here with Carter, Padre. Oh no, not at all. Our conversation was most illuminating. Okay, Rodriguez, you dig him out. I'll take care of the rest. Father, just tell me how to get that thingamajig. We are actually looking for text, not Ark of Covenant. Text leads us to Ark. What's this Ark anyway? A holy container described in Book of Exodus. A box? A box that, according to my research, contains Holy Grail. And that will help us defeat Mental. How? Grail has power to heal all ills. We can withstand this false god's assault on our planet. Music to my ears. Where do I find this text? When you get to Chamber of Nephilim in the Vatican Library, you must find the statue of St. George. Hold down his sigil while turning his right arm in perpendicular direction. Then push his left arm upwards and secret chamber containing document be revealed. Sigil? That's a nice word. I should have a sigil. The sigil of Sam. Sam, are you listening to me? Relax, Chamber of St. George. Push the sigil, yada yada. I got it. Warum habe ich das komische Gefühl, dass mich diese zwei Folgen gerade an Sniper-Lieder erinnern? Dass der erst hier runterlaufen und den ganzen Weg wieder zurücklaufen und über diese Brücke laufen wahrscheinlich gleich.
Ich spiele jetzt mal bis Level 10 Abschluss und dann gucken wir weiter. Signore, please, I need help. Signore, it is about my daughter, Gabriella. She's a scientist working for the Resistance. But yesterday, she went to her lab and she has not returned. Can you make sure she's all right? Please, I am an old man. I cannot fight. Sure thing, Pops. Good news, everyone. Scheiß Propaganda-Style. Hallo Leute! Hallo Leute! Ich hätte gerne eine Runde Spaß. Digi, wie komme ich da denn hin? Ey, Patre, du verbrauchst mir den Weg. Also wenn ich da lang gehe, dann ist meine Mission. Übersehe ich einen scheiß Durchgang? Weil wenn ich jetzt wieder zur Tür gehe, sagt er, ich muss wieder mich um wieder umdrehen. Kann ich hier durch? Nein. So ist, genau, ich sag da wieder so. Und jetzt sagt er, ich soll da lang. Das Ding ist, ich habe auch keine Karte, um zu gucken, ob ich nicht eventuell doch da hinten durch muss. Um dann praktisch da hinten lang gehen zu müssen. Huch. Der Baum ist kaputt gegangen. Die Musik ist vorbei. Nein, da kommen noch mehr. Thank you.
Ich achte, ob die Tür da hinten aufgeht. Die ist grün. Die geht auf. Lass doch mal gucken, ob die da hinten aufgeht. Oh, die ist auf, ja. Gut. Haben wir nochmal Glück, dass wir den da runtergeguckt haben und gegangen sind. Sonst hätte man die Mission hier nicht abschließen können, weil dafür gibt es glaube ich auch noch eine Trophäe. Da. Oh Gott, habe ich gerade verjagt. Was das? Ja. Ich höre noch irgendeinen. Yo, Gabriella, you in here?
Gabriella! There you are. Your old man asked me to make sure you're okay. Mille grazie. I am grateful for your assistance. The work we do here is very important. Let me give you something for your trouble. Like a kiss. I was thinking of this. Oh, that's even better. Better? I gotta go. I want to give this baby a whirl. Men. Wo steckt das Mädchen? Hallo? Ja, lass mal irgendwas so kommentarlos so stehen. Vatikanbibliothek. Digi! Dich habe ich vorhin gesehen in der Luft. Ich weiß ja nicht, also man kriegt eine Trophäe, wenn man diese Propagandadinger kaputt macht. Jetzt weiß ich nicht, ob das bezogen ist auf diese Fliegepropagandadinger oder auf die Radios. Oder als Kombination. Helikopter! Thank you.
Digi, wie kann ich so oft daneben schießen? Ich heiße Sniper wie die Pest. You, Americano, come here. Ma'am, what are you doing here? This is a war zone. This is not a war zone. This is Roma, my city, my home. I fight. Meet the old lady. There are more of them coming. It would be best if... What is it, Americano? Are you afraid of monsters? Ma'am, I'm a- Don't be afraid. Nona's right here. She help you fight the monsters. Dude! The fuck? What the hell? La Nona Immobile Trophäe. I see. Dann warten, bis der Balken hier durch ist. Gott, immer strecken. So, an dieser Stelle bedanke mich fürs Zugucken und wir werden uns in der nächsten Folge uns an dieser Stelle wiedersehen. Zugehen schon wollte ich natürlich jetzt nicht machen.